Ja, dann freue ich mich, alle Anwesenden begrüßen zu dürfen. Diejenigen, die von uns in Deutschland sind, ich weiß es sehr zu schätzen, dass Sie es fertigbringen, heute bei diesem schönen Wetter trotzdem hier an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Das freut mich sehr. Ganz besonders freut mich natürlich auch, dass Christina Höppner heute sehr früh für uns aufgestanden ist, um uns diesen Kurs hier anzubieten. Viele Grüße nach Neuseeland und ich denke, Christina wird gleich selbst zu sich und zu ihrem Programm noch einiges sagen. Insofern sage ich direkt gleich Bühne frei für dich, Christina. Vielen Dank, Norman. Und ja, guten Abend. Mittlerweile ja bei euch schon der volle Sommer, wie ich heute von Norman gehört habe. Während bei uns hier in Neuseeland mittlerweile die Temperaturen doch eher nach unten gehen. Aber der Juni kommt bestimmt, sodass dann auch also zumindest die Tage wieder etwas länger werden. Ganz be bevor wir anfangen, ganz kurz noch etwas Logistisches. Ich nehme diese Veranstaltung mit auf, aber nur meinen Präsentationsbildschirm und nicht, was jetzt im Chat gesagt wird. Ihr könnt mich aber gern jederzeit unterbrechen, entweder durch Chat oder auch, dass ihr euch das Mikrofon nehmt. Wer spricht, da kommt dann die Sprache noch mit auf die Aufzeichnung, aber jetzt nicht unbedingt Namen und dergleichen. Wie Norman schon gesagt hat, ich bin Christina Höppner und lebe jetzt schon seit fast 12 Jahren in Neuseeland. Deswegen könnte unter Umständen auch die deutsche Aussprache oder der Satzbau zum Teil etwas komisch klingen, weil ich dann doch hauptsächlich auf Englisch kommuniziere, komme aber ursprünglich aus Deutschland und bin dann über Luxemburg nach Neuseeland gekommen, Mitte 2010, genau in der Mitte des Winters. Was wir uns heute vorgenommen haben, ist eine kleine Einführung in die E-Portfolio-Plattform Mahara zu geben. Und wenn ihr unter die Shared Notes in BigBlueButton schaut, da findet ihr eine Reihe an Links. Wer jetzt gern die Präsentation selber mitverfolgen möchte, ohne jetzt auf dem ohne das in BigBlueButton zu machen, weil ja doch ein paar Links auch in der Präsentation sind, könnt ihr gerne den ersten Link nehmen, denn mit dem kontrolliere ich auch, was bei euch auf dem Bildschirm erscheint. Der zweite Link ist dann für nach der Veranstaltung und alle anderen Links sind zu Ressourcen, die jetzt mit in der Präsentation sind, sodass ihr die ganz einfach kopieren könnt. Nach der Veranstaltung bekommt ihr den Link zur Aufzeichnung sowie auch nochmal den Link zu den Folien und dann auch eine PDF-Datei. Es freut mich, dass doch noch so viele kommen. Es scheint vielleicht doch, dass die Temperaturen etwas abzukühlen, sodass man wieder nach drinnen gehen kann. Wie schon gesagt, ich arbeite in Neuseeland und da arbeite ich für die Softwareentwicklungsfirma Catalyst, die seit Anbeginn des Mahara-Projekts an der Entwicklung beteiligt war als Entwicklungsfirma. Und seit 2006 haben wir auch die Maintenance von Mahara uns auf die Fahne geschrieben und bringen jetzt jedes Jahr zwei neue Versionen von Mahara heraus mit neuen Features und auch mit kleineren, größeren Veränderungen. Wenn ihr daran interessiert seid, was jetzt alles neu in 22.04 ist, da gibt es auch ein Video von der gestrigen Veranstaltung, das ihr euch gern anschauen könnt. Catalyst begann 1997 direkt hier in Te Whanganui Atara, Wellington, Aotearoa, New Zealand. Hat mittlerweile insgesamt drei Büros bei uns hier im Land, drei Büros auch in Australien, Melbourne, Sydney und Brisbane, zwei Büros in Europa, Brighton und dann auch eins in Irland und seit letztem Jahr auch ein offizielles Büro in Kanada. In der Bildungsgemeinde sind wir sehr bekannt dafür, dass wir eben
die Hauptentwicklungsfirma von Mahara sind. Wir sind aber auch seit 2004 Moodle-Partner und haben da insbesondere sehr viel technische Arbeit auch an der Plattform mitgeleistet, sind die Maintainer für mehrere Moodle-Plugins, aber machen auch ganz, ganz viele andere Dinge. Jetzt alles aber mit Open Source Tools, so dass wir dann die Benefits an unsere Kunden weitergeben können. Jetzt nochmal auf einer Karte zu sehen, wo unsere Büros sind. Und wir haben so viele Büros, weil die Kiwis dann doch sehr gerne reisen und ihre Overseas Experience, OE, machen und dann in Ländern stecken bleiben, wo sie gern leben möchten, so dass sie dann auch häufig mit einem Büro aufsetzen. Was dann ganz gut ist, wenn jemand anderes halt von Neuseeland dahin reisen möchte, müssen sie jetzt nicht wirklich die Firma wechseln, sondern können dann gleich weiterarbeiten. Nun, Mahara gibt es schon seit sehr vielen Jahren. Letzten September haben wir unseren 15. Jahrestag gefeiert. Wir nehmen ein September-Datum, weil da die ersten Zeilen Code in die Codebase reingekommen sind, aber natürlich gab es da sehr viel Vorarbeit. Einmal für den Projektantrag, denn ursprünglich war Mahara ein Projekt von mehreren Bildungseinrichtungen hier in Neuseeland, um Lernenden eine Plattform zu geben, wo sie die komplette Kontrolle über ihr eigenes Lernen haben. Davor gab es halt schon Lernmanagementsysteme, die sehr gut an den Universitäten und Hochschulen benutzt worden waren. Aber da ist es natürlich so, dass häufig dann die Inhalte am Ende eines Jahres herausgelöscht werden von einem Kurs und dann ist nichts mehr da für den Lerner, worauf sie dann in späteren Semestern zum Beispiel zurückgreifen können. Wohingegen dann eben auf Mahara, ursprünglich so eher eine Art Personal Learning Environment war, da die Möglichkeit natürlich besteht, dass jede Lernende alles behalten kann, was für sie wichtig ist und selber entscheidet auch, mit wem sie es teilen kann. Über die Jahre wurde dann Mahara weiterentwickelt und weil wir gesehen hatten, dass jetzt doch sehr viele Universitäten oder auch Einrichtungen der Weiterbildung und Fortbildung doch noch sehr viel mit auch Evaluation arbeiten und das Portfolio sich dafür auch eignet, wurden über die Jahre hinweg auch noch Evaluationstools mit eingebaut, um auch es zu ermöglichen, dass die Portfolios dann auch für Evaluationszwecke genutzt werden können. Nun, lasst uns aber einsteigen, weshalb jetzt jemand ein Portfolio erstellen möchte. Und lasst uns auch in ein paar Typen der Portfolioarbeit reinschauen. Das ist definitiv jetzt keine komplette Liste, denn jede Autorin und jeder Autor nimmt dann zum Teil doch auch unterschiedliche Terminologie. Hier möchte ich erstmal nur fünf Portfoliotypen vorstellen, die wir jetzt sehr häufig in unserer Arbeit mit Institutionen sehen. Und um euch einen Anreiz zu geben, selber zu schauen, welche Art von Portfolio ihr vielleicht schon nutzt und welche Art für euch vielleicht interessant wäre zu explorieren. Zum einen haben wir da das Lernportfolio. Das ist eher darauf ausgerichtet, dass Lernen dokumentiert wird. Das war auch das Portfolio, mit dem ich zuerst in Kontakt gekommen war. Denn von euch kennen vielleicht viele das Sprachlernportfolio von der EU, und wo man eben seine Fortschritte mit kundtut, sieht, wo man angefangen hat, wie sich das weiterentwickelt hat und dann auch reflektieren kann über das Gelernte und wohin man weitergehen möchte. Zunehmend oder sagen wir mal fast wieder zurückkommend gibt es das Evaluationsportfolio, so von Zeit zu Zeit. Es gab so zwei Jahre, wo das Lernportfolio in der Community, in der ich häufig bin,
eher in den Vordergrund gestellt worden war, vor das Evaluationsportfolio. Mittlerweile kommt das Evaluationsportfolio wieder stärker in die Sprache, sodass es sehr interessant ist, auch wo die Fluktuationen sind, wie das in das Lernen eingebettet wird. Das Evaluationsportfolio ist dann häufig an ein Lernmanagementsystem gebunden, wie zum Beispiel Moodle, wo dann die Evaluation des Portfolios stattfinden kann, sodass eine Lehrperson sich das Portfolio anschaut und dann die Benotung zum Teil auch mit einer Rubrik im Lernmanagementsystem vornehmen kann. Für das Evaluationsportfolio haben wir auch ein paar Neuerungen eingerichtet in Mahara, zum Beispiel Smart Evidence, dass man auch mit einem Kompetenzframework arbeiten kann, der häufig auch für Evaluationszwecke mit genutzt wird. Was wir in den letzten Jahren auch gesehen haben, ist, dass Portfolios zunehmend für das Praktikum verwendet werden, was vielleicht im deutschen Bereich jetzt gar nicht mal so ungewöhnlich ist, denn insbesondere in der Berufsschule hat es ja Sigi Jakob Kühn schon seit Jahren gemacht, dass ihre Berufsschüler und Schülerinnen, wenn sie in ein Praktikum in einen Betrieb gegangen sind, dann auch ein Portfolio geführt haben, worin sie berichten, was sie im Praktikum gemacht haben und dann auch darüber reflektieren. Im englischsprachigen Raum ist das jetzt aber nicht mehr komplett neu, aber eher neu, dass man da auch hinschaut, denn da findet ja auch die Betreuung immer noch von der Institution statt, sodass es dass das Portfolio der Institution ermöglicht, zu schauen, was die Studierenden machen. Man kann dann eben auch in Mahara Feedback geben, sodass die Entfernung zwischen Studierendenarbeitsplatz und Hochschule dann geringer wird, sodass die Studierenden auch sehr gut begleitet werden können. Ein ganz wichtiges Portfolio ist auch das Präsentationsportfolio, was schon sagt, es ist eine Präsentation des Gelernten, was aber nicht unbedingt heißen muss, dass es nur die besten Produkte sind, die angezeigt werden, sondern es kann auch schon sein, dass man da auch mit dem Fortschritt aufzeigt, wenn das ganz wichtig war für jemanden. Und natürlich ist nicht die Reflexion zu vergessen. Das letzte Portfolio, auf das ich noch eingehen möchte, oder Portfoliotyp, auf den ich noch eingehen möchte, ist das Zertifizierungsportfolio, welches es auch, wenn wir jetzt mal auf Papierportfolios schauen, nicht so neu ist, denn Lehrer-Evaluationsportfolios oder Lehrerportfolios insgesamt gab es ja schon seit den ca. 70er Jahren. In Neuseeland sind in den Anfang der 80er Jahre auch Portfolios für Krankenschwestern mit eingerichtet wurden und mittlerweile gehen mehr und mehr der Organisationen, also entweder Arbeitgeber oder auch Assoziationen, die jetzt die Zertifizierung vornehmen, steigen die auf Portfolios über, auf digitale Portfolios über, weil sie die Vorteile ersehen. Es können da Templates erstellt werden. Es besteht die Möglichkeit, dass dann eben der Zugriff viel vereinfacht wird. Es müssen jetzt nicht ganz dicke Ringordner durchs Land geschickt werden oder von einem Standort zum nächsten Standort gefahren werden. Und natürlich können auch mehrere Personen auf einmal auf das Portfolio zugreifen, so dass es doch ganz gut ist, wenn das alles elektronisch gehandhabt wird, weil sich das auch einfacher macht für die zertifiziert werden müssen, es aufrechtzuerhalten und ständig zu ergänzen, ohne jetzt immer etwas auszudrucken oder dann den Ringordner zu finden. Während es diese fünf und noch viele andere Typen von Portfolios gibt, je nachdem, worauf der Fokus gelegt wird, stehen diese häufig dann doch nicht alleine, sondern da gibt es häufig doch Überlappungen, sodass jetzt Elemente von einem Lernportfolio in einem Evaluationsportfolio vorkommen können. Genauso könnte auch ein Praktikumsportfolio für die Evaluation genutzt werden oder Teile eines Praktikumsportfolios finden sich wieder in einem Präsentationsportfolio und so weiter und so fort. Das Schöne bei der Nutzung einer digitalen Plattform wie Mahara ist es, dass die
Lernartefakte nur einmal hochgeladen werden müssen. Und dann, also wenn man was hochlädt und jetzt nicht sofort auf der Plattform schreibt, und dann ganz einfach in verschiedensten Portfolios verlinkt werden können, so dass man da auf einen Pool von Ressourcen zugreifen kann oder Lernartefakten und diese dann in unterschiedlichste Portfolios ganz einfach einbinden kann, ohne jetzt ständig nochmal Kopien machen zu müssen. So viel jetzt erstmal zu den Typen von Portfolios. Da fragt man sich dann häufig natürlich schon, okay, kann ich mal ein paar Beispiele sehen? Beispiele können für mich manchmal sehr kompliziert sein zu sehen, wenn jetzt Personen ihre Portfolios nicht öffentlich zur Verfügung stellen. Und da ist es jetzt so, dass ich hier englische Beispiele habe, die exemplarisch sind, finde ich, um insbesondere die Portfolioaktivitäten gut mit darzustellen, was eben wichtig ist in einem Portfolio im Gegensatz zu, sagen wir jetzt mal, einer Ansammlung von Lernartefakten. Wenn ihr in den Shared Notes nachschaut, könnt ihr auch sofort die Links sehen, sodass ihr selber auf die Portfolios gehen könnt, um sie euch selber anzuschauen. Das erste Portfolio, welches ich hier habe, ist von Theresa McKinnon at Warwick University. Sie hat es erstellt für ihre Zertifizierung als Certified Member of the Association of Learning Technologists. Das ist jetzt schon ihr zweites Portfolio for CMOD. Und da ist es eine Review. Also sie hatte ein paar Jahre vorher ihr originales Portfolio eingereicht und dann in einem normalen Zyklus muss das Portfolio erneuert werden. Und dieses ist jetzt hier eine zweite Version, ein Update von dem Portfolio. Es ist jetzt kein Text zu lesen, ich bringe einfach mal ein paar Phrasen heraus, an denen ich euch zeigen möchte, wie Theresa sehr gut mit den Portfolio oder mit den Elementen eines Portfolios arbeitet und uns auch zeigt, dass sie reflektiert hat. Denn gewöhnlich, was wir häufig sehen, ist, dass dann doch Portfolios eher Zusammenfassungen sind von dem Gelernten, aber manchmal dann doch das reflektive Element vermissen, was jetzt bei Theresa zum Beispiel nicht der Fall ist. So, Theresa, mittlerweile im wohlverdienten Ruhestand, kann auf eine sehr lange Karriere als Sprachlehrerin an der Warwick University zurückschauen. Und da hat sie natürlich viel angesammelt, selbst in den 2 oder 3 Jahren zwischen ihrem originalen CMOD-Portfolio und der Review hat sie natürlich viel gemacht, aber sie gibt uns jetzt nicht alles und wir müssen dann durchschauen und sehen, was war denn jetzt eigentlich wichtiger als alles andere. Sondern sie sagt definitiv, ein Highlight für mich war in meiner Karriere und erklärt diesen einen spezifischen Punkt, statt jetzt uns alles zu geben. Des Weiteren wieder findet sie das wichtige Event, an dem sie realisiert hat, was jetzt für sie heraussteht in ihrem Lernen. Und sie sagt auch ganz deutlich, dass sie zurückgeblickt hat. Daran sehen wir, dass sie reflektiert hat, dass sie überlegt, wie sie etwas vorher gemacht hat, was sie dann auch später wieder machen könnte. Da Lernen aber ja nicht im Vakuum stattfindet, ist es für sie auch sehr wichtig, mit anzudeuten, dass eben Feedback und Mentoring sehr hilfreich war für sie, um ihren Lernprozess zu fördern, um ihre Praxis zu verändern, zu verbessern, das auszuprobieren und dann wieder zu reflektieren. Dies sind ganz wichtige Elemente in einem Text, sei das jetzt in einem Text oder gesprochenes Wort oder Video, die für uns anzeigen,
dass Theresa jetzt nicht nur eine Website erstellt hat, sondern ein Portfolio erstellt hat, in dem sie uns ihre Geschichte erzählt als Sprachlehrerin, als professionelle Frau. Noch ein paar Studierendebeispiele. Hier eins von Brianna Edibles von Monash University in Australien, wo sie ein recht kurzes Portfolio hat, also eine Portfolioansicht. Das Portfolio insgesamt besteht aus 7 Snapshots über unterschiedliche Teile eines bestimmten Kurses und da auch erst einmal eine Zusammenfassung gibt, aber dann auch zur Reflexion kommt. Letztes Jahr hatte ich die Möglichkeit, Brianna zu interviewen für eine Konferenz und da gibt sie an, auch wie sie durch den Portfolio-Prozess gegangen ist, was ihr gut gefallen hat, was sie jetzt auch an Tipps für andere mit weitergeben möchte. Und ich lade euch alle ein, die ihr und Briannas Interviews sowie auch die anderen Interviews euch anzuhören, um zu schauen, was Studierende zu ihren Portfolios sagen. Das nächste Portfolio ist von Karasina Morscik an der Dublin City University von diesem Jahr, so ganz, ganz, ganz neu. Und Karasina hat ein Portfolio über ihr Mentorship-Programm, an dem sie teilgenommen hat, kreiert. Und auch nutzt sehr stark die Portfoliosprache, dass sie also erstmal vorstellt, was sie gemacht hat, dann aber auch sehr schnell in die Reflexion geht, was sie darüber denkt, was ihr wichtig war. Karasina hat jetzt genauso wie Brianna auch eine Skin verwendet. Also insbesondere hier in dem Header und dann, dass diese Farbe auch in den Überschriften mitverwendet. Insgesamt, soweit ich das sehen kann, allerdings hat sie mit einem Template, mit einer Vorlage angefangen, hat sie dann aber personalisiert. Und wir können das sehen, dass sie mit einer Vorlage gearbeitet hat, weil es da Anleitungen gibt, was in einen bestimmten Teil des Portfolios mit rein soll. Und Anleitungen müssen jetzt nicht wirklich extrem lang oder groß sein, sondern das können Fragen sein, die gestellt werden, sodass die Studierenden dann ihre Antworten entsprechend eingeben können. Sie hat es dann weiterhin noch personalisiert, indem sie Bilder mit eingefügt hat, um deutlich zu machen, worüber sie spricht. Ein weiteres Beispiel auch von Dublin City University ist dieses hier von Mark Brady. Hat sehr viele visuelle Elemente in seinem Portfolio. Ihr könnt sehen, er hat hier mit einer ganz großen Überschrift angefangen, sein Bild daneben, dann auch eine animierte Grafik dabei und geht dann weiter in sein Portfolio, in dem er auch wieder das Projekt beschreibt, über welches er berichtet, seine persönliche Meinung dazu gibt und auch alles zu dem bestimmten Thema bespricht und jetzt nicht alles von seinem ganzen Gelernten mit aufzeichnet. Er arbeitet hier sehr clever mit Bildern, auch Videos hat er mit eingebunden und endet dann sein Portfolio mit einem ganz großen Bang, weil er selbst einen Film gedreht hat, in dem er seine Arbeit nochmal exemplarisch vorstellt. Mark hat auch mit einer Skin gearbeitet. Sieht vielleicht auf den ersten Blick nicht so aus, weil es einfach halt der weiße Hintergrund ist. Aber wie ihr sehen könnt, falls ihr jetzt schon mal mehrere Macher-Seiten gesehen habt, da gibt es jetzt nicht die Überschrift hier, die normalerweise da ist, der Seitentitel. Er hat eine Skin verwendet und den Titel einfach auf weiß gesetzt, sodass er dann seinen größeren Titel mit auf der Ansicht stehen haben kann, jedoch weiterhin einen richtigen Titel hat, sodass jetzt für Accessibility oder jemand, der jetzt nicht
das Bild zum Beispiel sehen kann, trotzdem noch weiß, was der Titel der Ansicht ist. Und die dann natürlich auch im Browser-Tab mit erscheint. Also sehr clever gemacht, um dann weiter in dem Design zu bleiben, was er sich vorgestellt hat. Das waren jetzt nur mal ganz, ganz wenige Beispiele, die euch hoffentlich angeregt haben, selber mal weiter mitzuschauen, was oder diese Beispiele anzuschauen und weiter zu explorieren. Ein letztes Beispiel ist jetzt kein aktives Portfolio-Beispiel, sondern einfach nur ganz kurz vorgestellt, was ihr mit einer Vorlage machen könnt, wie sie zum Beispiel von Cardassina verwendet worden ist, hier jetzt ohne Skin, um wirklich auf die Hauptelemente einzugehen. Wenn jetzt eine Vorlage erstellt wird, kann man da Anleitungen mit einbinden, die für die gesamte Seite gelten. Des Weiteren können Platzhalter auf eine Seite gesetzt werden. Das war eine ursprüngliche Entwicklungsarbeit, die auf einer Idee von Dublin City University beruhte. Und diese ermöglicht es, dass wir jetzt nicht sagen müssen, okay, in dem Teil muss jetzt Text stehen oder da muss ein Bild rein oder da muss ein Video rein, sondern wir überlassen das den Lernenden, welchen Typ von Artefakt sie einbinden möchten. Für die Textblocks gibt es auch spezifisch noch Anweisungen, um da etwas genauer noch mit reingehen zu können. In Neuseeland und Australien arbeiten wir sehr häufig mit Vorlagen, insbesondere wenn es um Zertifizierungsportfolios geht, weil wir dann halt 800, 900.000 oder noch mehr Krankenschwestern zum Beispiel haben, die alle das gleiche Portfolio erstellen müssen im Hinblick auf die Anforderungen, für was sie es erstellen, um weiterhin registrierte Krankenschwestern zu sein. Da ist es natürlich eher wichtig, in dem Bereich auf die Inhalte zu schauen, statt jetzt halt Skins zu erstellen oder das visuell sehr schön zu machen, weil sie auch häufig keine Fotos mit einbauen können, dadurch, dass die natürlich oft Patienten zeigen würden. Von daher ist es sehr gut, mit Vorlagen zu arbeiten, weil diese ermöglichen, dass jetzt auch die Unterstützung von dem Supportpersonal geringer wird. Da ja nicht gefragt wird von einer Krankenschwester oder von einem anderen, der jetzt auch ein Zertifizierungsportfolio zum Beispiel macht, was muss jetzt auf diese Seite drauf? Wie strukturiere ich mein Portfolio? Was wollt ihr hier von mir? Sondern die Grundstruktur ist vorgegeben, sodass sich dann die Krankenschwestern zum Beispiel auf die Inhalte konzentrieren können, die sie mit reinlegen möchten, aber sie müssen jetzt nicht überlegen, was wohin soll. Nun, wir haben über die Portfoliotypen gesprochen, wir haben ein paar Beispiele gesehen und jetzt möchte ich noch den Schlusskern fassen, zu etwas Theoretischen und weshalb wir das machen und wie wir es sehen können, auch ob jetzt ein Portfolio erstellt wurde oder nicht und welche Art des Denkens dahinter steht. Und da kommt uns die Idee des Folio Thinkings, die Helen Chen an der Stanford University pioniert hat, zugute. Denn da wird dann mit sehr deut da, darin wird sehr deutlich, was die Hauptelemente von der Portfolioarbeit sind. Hier habe ich jetzt eine Definition, die auf Wikisutos Blog zu finden ist, die sehr prägnant darstellt, worüber wir aber sprechen. Also, Folio Thinking is a process of engaging in the collection, organization, reflection and connection that leads to a person's ability to speak intelligently and concisely, that means tell stories, about one's learning experiences, what they mean and their value, and how the experiences relate one to each other. Also die Sammlung, die Organisation, die Reflexion und die Verbindung zwischen allem dem, was gelernt worden ist, was in einem bestimmten Portfolio dargestellt wird. Und dann ganz grob gesehen könnte man einfach sagen, wir wollen eine
Geschichte erzählen, die Geschichte unseres Lernens und dann auch die Verbindungen zwischen diesen Erfahrungen, die wir erlebt haben und durch die wir gegangen sind, darzustellen. Und für mich resultiert das dann in insgesamt 5 Aktivitäten. Im Englischen beginnen die alle mit einem C, im Deutschen ist das nicht ganz so einfach, aber sie zeigen hoffentlich an, was in dem Portfolio gemacht werden kann. Also zuerst mal erstellen wir unsere Lernartefakte. Und das kann häufig außerhalb von Mahara stattfinden, zum Teil aber auch in Mahara selbst. Außerhalb bedeutet halt, dass man zum Beispiel eine Datei erstellt, eine Präsentation, ein Spreadsheet oder auch ein Bild macht von einer Skulptur, an der man gearbeitet hat. Dann kommt es zu der eigentlichen Portfolioarbeit, wo man zuerst einmal alles ansammelt, was man gern behalten möchte, was man zu dem Zeitpunkt als wichtig erachtet. Ob das dann in dem schlussendlichen Portfolio erscheint, ist nochmal eine andere Frage. Oder ob es vielleicht in einem anderen Portfolio erscheint. Nach dem Sammeln müssen wir erstmal aussortieren, also auswählen, was in ein Portfolio mitkommt und dann auch mit die Auswahl jetzt nicht nur einfach auswählen im organisatorischen Sinne, sondern auch auswählen mit der Reflexion, um wirklich auch zu wissen, weshalb ein bestimmtes Lernartefakt wichtiger ist als ein anderes. Im Englischen wäre das dann das Curate, also das Kuratieren. Und da kann dann eben die Reflexion mit rein. Des Weiteren ist es auf Mahara möglich, dass man dann das Portfolio besprechen kann und es mit anderen teilt, so dass man da auch Feedback bekommt, entweder auf eine gesamte Seite oder auf einzelne Artefakte, um dann das auch mit in den Kontext des ganzen Portfolios zu stellen. Ganz zum Schluss, aber nicht unbedingt am Ende, kann man auch sich mit anderen verbinden und kleine Netzwerke in Gruppen aufbauen oder auch an einem Portfolio kollaborieren. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, jetzt nicht nur allein halt ein Portfolio zu erstellen, sondern auch mit anderen an einem zu arbeiten. Wenn man jetzt zum Beispiel gemeinsam ein Projekt erstellt hat, besteht durchaus die Möglichkeit, ein Lerntagebuch zu führen, was jetzt von allen in der Gruppe mitgeführt wird. Wenn wir jetzt mal schauen, wie man sich vorstellen könnte, das Portfolio einzuführen, ohne jetzt halt sehr akademische Begriffe zu verwenden, könnte man das mit Metaphern machen. Es gibt da ganz viele. Zum Beispiel Sigi Jabkok Kühn hat häufig den Kühlschrank mitverwendet. Es gibt auch die Garderobe, wo man dann halt die Kleidung je nach Jahreszeit herausnimmt oder nach bestimmten Anlässen sortiert oder Farben und dergleichen. Man könnte auch eine Gärtner-Metapher verwenden. Was ich hier habe, ist eine Metapher, wie das Portfolio als Museum gesehen werden könnte. Und da haben wir ganz im und das war eine, die Darstellung beruht auf einer Idee von Mandy Mentis bei uns hier an der Massey University und wurde von meiner Kollegin, unserer Hauptgrafikerin, dann illustriert. Das Portfolio als Museum beginnt im Keller, im Archiv, wo die Museumsmitarbeiter alle Artefakte organisieren, klassifizieren und dann hin und her schieben, wo sie sind. Wenn dann eine Ausstellung gemacht wird, kann die Person, die für die Ausstellung verantwortlich ist, ins Archiv gehen und schauen, was haben wir denn alles für dieses Thema. Sie bringen aber häufig nicht alles in die Ausstellung, denn es kann ja durchaus sein, dass gesagt wird, okay, du hast nur einen Raum zur Verfügung oder vielleicht 2 Räume, sondern sie müssen auswählen und sie müssen nach bestimmten Kriterien auswählen und genau wissen, weshalb diese unterschiedlichen Artefakte zusammen funktionieren und sie zusammen stehen sollen.
Wenn Sie dann die Artefakte in die Ausstellungsräume nach oben holen, kommen die nicht nur einfach an die Wand oder werden in den Raum gestellt, sondern da wird auch eine Geschichte erzählt. Häufig halt, indem man den Text an der Wand stehen hat als Einführung in die Ausstellung, dann auch noch weitere Ausführungen zu jedem Artefakt, unter Umständen vielleicht sogar einen ganzen Ausstellungsband hat. Und da werden halt auch die Verbindungen geknüpft und dadurch auch gesehen, weshalb diese Artefakte wichtig sind. Im Portfolio dann ist insbesondere noch das Hauptaugenmerk auf die Reflexion gelegt, weshalb das für die eigene Person wichtig ist, was jetzt in einem Museum vielleicht nicht so häufig der Fall ist. Nun, manche Museen erlauben freien Eintritt oder freien Eintritt, aber bestimmte Ausstellungen sind geschlossen und da muss Geld bezahlt werden. Und das Gleiche können wir auch im Portfolio machen. Lernende entscheiden, mit wem sie ihr Portfolio teilen möchten. Das kann also für öffentlich gemacht werden. Es kann einer Lehrperson zur Verfügung gestellt werden, einer Gruppe von Lernenden. Das ist ganz abhängig von den Anforderungen und was die Lernenden halt machen möchten. Wenn dann doch jemand auf das Portfolio Zugriff hat, können Sie sich das Portfolio alleine anschauen oder auch mit anderen durchgehen. Denn es heißt jetzt nicht nur, weil wir ein digitales Portfolio haben, dass jetzt keine Gespräche mehr über Webinar oder in Person stattfinden können. Was eine Organisation, mit der wir arbeiten, macht, ist, dass sie erst einmal keine Kommentare in das Portfolio selbst reinstellt, sondern erst mal ein Gespräch mit den Mitarbeitern hat, weil man da auch auf bestimmte Elemente des Portfolios gut eingehen kann, nachfragen kann und dann am Ende eben nur einen Gesamtkommentar abgibt. Wenn man dann einen Kommentar macht, kann der eingereicht werden und die Kommentare in unserem Falle können privat sein oder auch öffentlich. Öffentlich in dem Sinne, dass jetzt jeder, der auf das Portfolio Zugriff hat, auch die Kommentare mitlesen kann. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten halt, wie man das Portfolio Lernenden erklären kann. Und ich lade euch ein, die Metapher zu finden, die für eure Lernenden funktioniert. Denn was jetzt zum Beispiel im akademischen Bereich für werdende Lehrerinnen und Lehrer funktioniert oder Museum vielleicht auch eher für ein älteres Klientel, kann vielleicht nicht so gut funktionieren, wenn man jetzt mit anderen Gruppen arbeitet, die jetzt nicht diese gleiche Erfahrung haben. Deswegen findet die Idee, die euren Lernen hilft, zu wissen, was jetzt in einem Portfolio gemacht werden soll, damit sie da auch die Möglichkeit haben, da einen guten Start zu haben. Gewöhnlich will man dann ja auch vielleicht, wenn ihr jetzt Interesse daran gefunden habt, mit Portfolios zu arbeiten, falls ihr das noch nicht macht, auch noch wissen, ja, wo kann ich denn mehr nachlesen? Es gibt natürlich hunderte von Büchern und Artikeln und dergleichen, die dazu Rate gezogen werden können. Ich habe hier einmal 6 ausgewählt. Die sind jetzt alle auf Englisch, aber doch sehr, sehr gut. Und zum anderen sind sie auch kostenlos. Die erste Ressource hier sind die Prinzipien oder digitale Ethikprinzipien, die bei Portfolioarbeit mit beachtet werden sollten. Im Moment sind das 13, die von der Able Task Force über die letzten 2,5 Jahre aufgestellt worden sind. Wir sind aber dabei, die etwas zu komprimieren, da manche doch eine größere Überlappung haben als andere. Und das ist eine sehr interessante Arbeit, an der ich die Freude habe, jetzt schon seit Mitte 2019, als wir angefangen hatten, dabei zu sein, weil wir da doch näher schauen, wie wir digitale Ethik auch mit in die Portfolioarbeit einbinden können. Wir können Beispiele geben, Ressourcen geben und haben dieses Jahr auch eine Workshop-Reihe, die für deutsche Zeiten ganz günstig liegt.
In den Shared Notes ist dann auch der Link zur nächsten Veranstaltung, die am 7. Juni geplant ist. Dann nach rechts springend, meine Kollegin Sam Taylor in Großbritannien hat eine ganz schöne, knappe, kleine Ressource zusammengebracht, wie man effektive E-Portfolio-Aktivitäten erstellen kann mit sehr praktischen Tipps, die ich empfehlen kann. Dann gibt es zwei elektronische Bücher zur Evaluation mit E-Portfolios, die darauf beruht, dass Leute aus ihrer Erfahrung sprechen und aufzeigen, wie sie Portfolios in ihre insbesondere akademische Arbeit eingebunden haben. Die erste ist jetzt von verschiedensten Lehrenden in hauptsächlich Großbritannien und Irland. Da wird jetzt nicht so sehr auf die Portfolio-Plattform geschaut. Die zweite Ressource unten drunter ist jetzt direkt von Dublin City University, welche extensiv mit Mahara arbeitet. Dann gibt es noch zwei größere Publikationen. Zum einen den Field Guide to ePortfolio. Der wurde vor ein paar Jahren von insgesamt 56 Autorinnen und Autoren im englischsprachigen Bereich aufgestellt, wo wir insgesamt 12 Themen uns anschauen und da so eine Art Kurzzusammenfassung machen von circa 3 Seiten plus viele, viele Ressourcen, um dann auch Entscheidungsträgern eine knappe Zusammenfassung zu geben, was jetzt zum Beispiel wichtig ist, wenn man mit Portfolios anfangen möchte in einer Organisation. Zum anderen gibt es dann auch noch das The Learning Portfolio in Higher Education, A Game of Snakes and Ladders, publiziert an der Dublin City University, wo insbesondere das Lernportfolio halt in den Mittelpunkt gestellt wird, eine Literature Review gemacht wird und dann auch exemplarisch ein paar Szenarien mit vorgestellt werden, wie Leute mit Portfolios arbeiten. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schicken. Und wenn ihr gerne in der Mahara Community mitmachen wollt, geht bitte auf mahara.org, meldet euch an, falls ihr noch keinen Zugang habt, um dann auch mit diskutieren zu können. Wir haben auch ein deutsches Forum zur Verfügung, sodass jeder dann auch mitarbeiten kann.